Meine Babys werden erwachsen. Naveen und Damon werden zu Teenagern und Noah zum Kind. Die Zeit vergeht viel zu schnell. Vor allem das Teenageralter ist nicht ungefährlich. Ich hoffe, sie geraten nicht auf die schiefe Bahn. Im Hause Parker ist heute ein ganz besonderer Tag. Deshalb ist unsere Snow auch mal wieder dabei, eine Geburtstagstorte zu backen. Und zwar haben heute gleich drei unserer Kinder Geburtstag. Einmal wird unser lieber Noah zum Kind und außerdem werden Naveen und Damon zu Teenagern. Und damit es gleich aufregend beginnt, wird es heute auch eine Geburtstagsparty geben. Und einladen werden wir natürlich Naveens Freunde, Cinderella, Jillian und Oscar. Dann können wir noch die Tante der Jungs einladen, also Colleen. Und das war es dann leider auch schon, denn unser Damon hat ja leider noch keine Freunde. Aber was machen die Kids eigentlich? Naveen ist gerade dabei, unsere Katze mit Farbe zu beschmieren, während sein stinkender kleiner Bruder neben ihm steht und ihn dafür feiert. Das wird Snow garantiert wahnsinnig freuen, nachdem sie gerade stundenlang das ganze Haus aufgeräumt hat. Und deshalb wird sie auch jetzt einmal zu ihrem Sohn hingehen. Sie wird ihm anordnen, kein Chaos anzurichten. Immerhin bereitet sie seit Stunden das ganze Haus für seine Geburtstagsfeier vor und dann benimmt er sich einfach so. Und jetzt hat sie Level 6 der Erziehungsfähigkeit erreicht. Wow! Die müssen wir nämlich für unsere Challenge auch abschließen, deshalb passt das ganz gut. Um sich zu entschuldigen, wird er jetzt hier mal das Chaos aufräumen und dann kann er auch das Katzenklo säubern. Und was macht unser Damon eigentlich? Damon war hier draußen am Schaukeln und ist unfassbar müde. Dann kann er vor der Party nochmal ein Nickerchen machen. Vermutlich konnte er die ganze Nacht nicht schlafen, weil er so traurig war, dass er niemanden hat, den er zu seiner Geburtstagsfeier einladen konnte. Oh mein Gott, das ist so traurig. Neues Persönlichkeitsmerkmal. Snow war in letzter Zeit ziemlich perfektionistisch veranlagt. Sie ist der Meinung, dass man alles richtig beherrschen und immer konzentriert bei der Sache sein sollte. Ich finde, Perfektionistin passt wirklich sehr, sehr gut zu Snow. Und was ich euch noch nicht gezeigt habe, in der Zwischenzeit haben sie auch das Wohnzimmer endlich fertig renoviert. Das sieht jetzt alles einfach ein bisschen geordneter aus. Weil Snow eben perfektionistisch ist, war ihr das natürlich für die Geburtstagsfeier ihrer Kinder wichtig. Oh no, Snow ist in der Midlife-Crisis. Snow hat das Gefühl, als ob das Leben einfach nur so vor sich hin plätschern würde. Jeder Tag ist derselbe. Arme Snow, ich hoffe, sie wird nicht zu viele rücksichtslose Entscheidungen treffen. Aber das werden wir sehen. Die Geburtstagsfeier hat jetzt aber auch gestartet. Naveen wird das erste Mal zur Jillian hingehen und wird mit ihr ein wenig rumblödeln. Und dann wird er einmal über Süßigkeiten schwärmen. Außerdem ist auch schon sein Freund Oscar da, der sich hier gerade zu Damon ins Zimmer gesetzt hat. Finde ich sehr spannend, da Oscar ja das letzte Mal gemeint hat, er kennt Damon gar nicht, er weiß nicht, wer das ist. Und jetzt tut er so, als wären sie beste Freunde. Und hier unten haben wir dann auch noch unsere Cinderella. Und ihr werden wir einfach mal ein von Herzen kommendes Kompliment machen. Und nun haben sich alle in der Küche versammelt, dann kann als erstes gleich mal unser Naveen älter werden. Alles Gute zum Geburtstag, Naveen! Und er ist zum Teenager geworden. Unser Naveen ist ja unser Anführer, der sich im letzten Part in Football verliebt hat. Deshalb würde ich ihm sehr gerne ein Sportbestreben geben. Und zwar am besten Bodybuilder. Dieser Sim möchte trainieren und so stark werden wie nur möglich. Denn leider gibt es direkt ja nichts mit Footballstar oder so. Das wäre natürlich noch besser. Außerdem ist er ein Insider. Und ich hätte gesagt, als zweites Merkmal geben wir ihm ein negatives, denn die Regeln besagen ja, dass unsere Kinder immer mindestens ein negatives Merkmal haben müssen. Was ich mir hier sehr gut vorstellen könnte, wäre erstens Hitzkopf. Also einfach, dass er bei Streitereien sehr schnell explodiert und seine Wut eben nicht ganz im Griff hat.
Das zweite, das gut passen würde, wäre Chaot. Immerhin ist er einerseits daran gewohnt, dass Snow immer hinter ihm herläuft. Und ein chaotischer Teenager ist jetzt auch nicht unbedingt etwas Seltenes. Und das dritte Merkmal, das auch noch gut zu ihm passen würde, wäre selbstsüchtig. Dass er einfach immer zuerst an sich denkt und an seinen eigenen Vorteil. Also, was meint ihr? Selbstsüchtig, chaotisch oder Hitzkopf? Schreibt mir eure Meinung sehr, sehr gerne in die Kommentare. Fürs Erste nehme ich jetzt mal Hitzkopf, aber das können wir natürlich noch sehr, sehr gern ändern. Oh mein Gott, sieht er cute aus! Ich freue mich schon echt aufs Umstyling. Und nun heißt es alles Gute zum Geburtstag, Damon. Auch unser sozial unbeholfener, düsterer, aber kreativer Damon wird nun zum Teenager. Unser Damon ist eben düster und als zweites Merkmal nehmen wir hier am besten Musikliebhaber. Immerhin ist uns allen schon aufgefallen, sobald irgendwo eine Violine steht, muss er auf ihr spielen. Und deswegen geben wir ihm hier auch musikalisches Genie. Dieser Sim möchte ein Profimusiker und Songschreiber werden. Und Geburtstag Nummer 3 steht an. Unsere Snow hilft jetzt einmal Noah, die Kerzen auszublasen. Und das hat jetzt so viel Zeit gebraucht, dass sogar unser Oliver schon da ist. Der möchte sich anscheinend nicht an der Feier beteiligen. Nimmt erstmal ein Bad, geht mal auf die Toilette und dann kann er ja hier unten mit allen gemeinsam essen. Und alles Gute zum Geburtstag, kleiner Noah, der bald gar nicht mehr so klein ist. Noah war ein engelsgleiches Kleinkind und als Kind wird er faul, denn er ist immerhin unser Sleepy. Und jetzt werde ich gleich mal alle umstylen und außerdem lasse ich auch Navins Freunde gleich älter werden und auch die bekommen gleich ein neues Aussehen. 2000 years later. Und hier haben wir nun unseren Navin nach dem Umstyling. Er ist einfach so unfassbar schön. Bei seinen Outfits habe ich versucht, in eine sportliche, aber trotzdem elegante und stilsichere Richtung zu gehen. Und dabei ist dann das entstanden. Und auch Navins Freunde sind älter geworden. Hier haben wir Oscar. Hier haben wir Jillian. Mit der wird Navin gleich mal über ihre Interessen reden. Denn anhand der Merkmale habe ich gesehen, dass die beiden sich ziemlich gut verstehen sollten. Und wer weiß, möglicherweise entwickelt sich da daraus ja noch eine kleine Love Story. Und hier sehen wir noch Cinderella, die sich gerade auf den Heimweg macht, denn die Party ist leider schon vorbei. Außerdem älter geworden ist natürlich unser Noah, der ist hier schon auf dem Weg ins Bett. Bei ihm habe ich ehrlich gesagt noch keine Ahnung, in welche Richtung er sich entwickeln wird. Aber das ist bei Kindern ja immer ein bisschen schwierig. Falls ihr eine Idee habt, immer gern ab in die Kommentare damit. Und zum Abschluss zeige ich euch natürlich noch unseren Damon. Ich liebe ihn und ich habe mich hier gleich mal beim neuen Goth-Set ausgetobt und das ist dabei entstanden. Hier seht ihr noch seine restlichen Outfits, alles in schwarz, alles ganz schön düster, so wie eben unser lieber Damon sein wird. Und bevor wir die Geburtstagsparty offiziell für beendet erklären, geht Snow nochmal zu ihrem Sohn hin, wird Damon einmal liebevoll umarmen und dann muss sie ihm natürlich noch sein Geburtstagsgeschenk geben. Und zwar haben Oliver und sie für ihn eine Geige gekauft. Ich hoffe, er freut sich drüber, aber kann natürlich auch sein, dass er gerade vollkommen in der Pubertät ist und alles blöd findet, was seine Mom macht. Nein, es sieht gut aus. Er freut sich. Noah hat sein Geschenk tatsächlich schon erhalten. Und zwar hat er ein neues Bett bekommen. Er ist ja unser Sleepy. Da passt ein Bett ganz gut. Und dann muss Snow natürlich noch zu ihrem anderen Sohn hingehen. Sie wird Navin einmal den Tag verschönern. Wird auch ihn umarmen. Und dann werden wir auch ihm sein Geburtstagsgeschenk geben. Und zwar, vermutlich habt ihr es gerade im Inventar schon gesehen, Oliver und Snow haben für Navin einen Football gekauft. Im letzten Part, als er die Highschool zum ersten Mal gesehen hat, hat er sich ja in Football verliebt. Und deshalb passt das, denke ich, ganz gut. Ja, auch er hat sich darüber gefreut.
Für das, dass sie eigentlich mitten in der Pubertät stecken sollten, verstehen sich die Jungs eigentlich gut mit ihrer Mom. Aber wer weiß, möglicherweise wird sich das ja noch ändern. Vor allem versteht sich laut den Märchen Grumpy, also unser Damon, gar nicht mit Schneewittchen. Zumindest zu Beginn. Und möglicherweise sollten wir das ein bisschen provozieren, dass Damon sich jetzt einfach nicht mehr an die Regeln hält, dass er die ganze Zeit Party macht, unterwegs ist, sich nicht um die Schule kümmert und dass seine Beziehung mit seiner Mom deshalb darunter leidet. Was haltet ihr davon? Und nun haben wir den nächsten Morgen, es ist 8 Uhr und der erste Schultag an der Highschool beginnt. Wie immer beginnt es mit der morgendlichen Freizeit. Naveen wird sich hier gleich mal einen Spind aussuchen und Damon nimmt einfach den letzten hier drüben. Naveen dekoriert seinen natürlich sportlich und Damon wählt natürlich Goff. Wobei ich von der Goff-Deko ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht bin. Und hier ist Jillian. Naveen wird mal hingehen und sie einfach mal nach ihrem Tag fragen. Jillian, schön, dass du auch hier bist. Wie läuft dein erster Schultag? Ich muss sagen, ich liebe die Highschool und ich kann es kaum erwarten, dem Football-Team beizutreten. Oh, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Jillian schwärmt ja für Naveen. Oh mein Gott, ist das süß. Was meint ihr? Sollen wir an der Beziehung arbeiten? Also ich schipp die beiden schon. Wir können ja mal mit ihr über Interessen reden. Und sie ist direkt kokett. Sie hat ihn gerade angeflirtet. Okay. Da entwickelt sich eindeutig was, ohne dass ich aktiv etwas dafür getan habe. Und während unser Naveen die Mittagspause damit verbringt, sich mit all seinen Mitschülern anzufreunden, hat unser Damon hier oben die ganze Zeit alleine Schach gespielt und nun geht der Nachmittagsunterricht auch schon weiter. Damon hat einfach mit keinem einzigen seiner Mitschüler bisher gesprochen. Hoffentlich wird das bald besser. Schreibt mir gern all eure Ideen für unseren Damon und unseren Naveen in die Kommentare. Ich glaube, langsam wird es für unseren Damon Zeit, dass er ein wenig rebelliert. Alle lieben Naveen. Es war schon in der Grundschule so und in der Highschool schon wieder. Mom hat immer gesagt, ich gebe den anderen keine Chance, mich wirklich kennenzulernen. Stimmt das? Sollte ich mehr aus mir rauskommen? Nein, ich glaube, sie versteht mich einfach nicht. Ich bin anders. Aber ich werde Leute finden, die zu mir passen. Deshalb schleiche ich mich heute raus. Bitte erzähle es meinen Eltern nicht. Nun sitze ich allein an der Bar und rede mit niemandem. Warum dachte ich auch, dass es mir hier leichter fällt, Anschluss zu finden? Bist du nicht Damon? Ich kenne dich doch aus der Schule. Ja, ich bin Damon. Ich bin Catherine. Ich gehe in deine Parallelklasse. Möchtest du tanzen? Und dann haben sie stundenlang getanzt. Catherine und Damon. Und niemand von ihnen hatte eine Ahnung, dass Snow währenddessen in den Wehen lag. Endlich seid ihr da. Ihr habt ja alles verpasst. Die Drillinge sind zur Welt gekommen. So klein und so niedlich. Ich frage mich, was aus ihnen wohl werden wird.